Wir kommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video Interfaces an, die eine Alternative darstellen zu reinen abstrakten Klassen, die ausschließlich abstrakte Member besitzen. Eben sogenannte Abstraktionen, wie wir sie in den letzten Videos bezeichnet haben. Und wir fangen einfach mal gleich an, nehmen diesen Code hier weg und schauen uns in diesem Video an, wie man Interfaces definiert und machen dazu einfach mal ein Beispiel-Interface, das jetzt noch nicht wirklich irgendwelche Funktionalität ausfüllt, aber wir können uns an diesem Interface einfach mal anschauen, wie man ein Interface definiert. Also, so kann beispielsweise ein Interface ausschauen. Das schieben wir uns noch in eine eigene Datei und schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier vorne, wie üblich, einen Modifizierer stehen. Wichtig ist, dass wir bei Interfaces hier nicht andere Modifizierer, die bei Klassen erlaubt sind, wie zum Beispiel noch Static, hinschreiben dürfen. Das ist nicht erlaubt bei Interfaces, wie man hier sieht, oder Abstract. Haben wir auch schon gesehen bei Klassenmodifizierern, dass wir das da anwenden können. Das geht bei Interfaces nicht. Hier sind ausschließlich die Zugriffsmodifizierer zugelassen. Das sind eben Public Protected Private, die wir schon kennen. Und ein zusätzlicher kommt zu diesen Zugriffsmodifizierern noch hinzu. Das ist Internal. Schauen wir uns später nochmal genauer an, was das eigentlich genau heißt. Anyway. Hier bloß Zugriffsmodifizierer. Was anderes ist bei einem Interface nicht erlaubt. Wenn wir keinen Modifizierer hinschreiben, landet automatisch internal von diesem Interface. Das heißt, also, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Internal bedeutet, das kann man auch nochmal kurz anwenden, man darf es nur innerhalb der Assembly bzw. dem Projekt, in dem es definiert ist, auch verwenden. Also wenn wir quasi hier ein weiteres Projekt hinzufügen würden und in diesem Projekt unser Hello World Projekt referenzieren würden, könnten wir dort dieses Interface hier jetzt nicht sehen. Das macht internal. Man kann sich aber gleich als Faustregel merken, Interfaces sind immer public, genauso wie unsere Klassen immer public sind. Ja, nach dem Modifizierer kommt das Interface-Schlüsselwort, ist eben identisch zu Class, bloß dass wir eben hier Interface schreiben, damit wir eben einen anderen Typen haben. Und danach kommt der Bezeichner des Interfaces. Wir sehen hier, wir haben hier ein großes I vor dem eigentlichen Namen, wo ich eben gesagt habe, Beispiel-Interface. Und genau das ist eine Konvention, die man in .NET einhalten sollte. Die wird teilweise auch in Java verfolgt, aber in .NET ist es wirklich eine Konvention, dass man vor jedem Interface-Namen ein großes I für Interface eben schreibt, eben I, Beispiel-Interface. Man kann sozusagen am Typnamen sofort erkennen, dass es sich um ein Interface handelt. Ja, dann kommt der übliche Scope, den wir auch schon von Klassen kennen. Und innerhalb dieses Scopes werden genauso wie bei Klassenmitglieder definiert. Wir sehen hier aber, die sind genauso wie abstrakte Member bei Klassen, auch hier abstrakt. Allerdings ist der Syntax etwas anders. Was heißt abstrakt nochmal? Ja, wir geben hier eben vor, dass eine Klasse, die dieses Interface implementiert, über genau diese API verfügen muss. Das heißt, es muss eine Eigenschaft geben, die eben so Eigenschaft heißt, vom Typ int ist und einen Getter besitzt. Es muss eine Methode geben, die eben keinen Rückgabetypen hat oder als Rückgabetypen void, um genau zu sein, und einen Parameter vom Typ string entgegennimmt. Und Events können wir natürlich auch auf Interfaces definieren.
aber das ist, oder Events haben wir eben noch nicht genau durchgenommen. Wir wissen noch nicht, was macht denn eigentlich ein Event. Wichtig, genauso wie bei abstrakten Membern von Klassen, wir können hier keine Felder aufführen. Und das ist auch genau aus diesen gleichen Überlegungen. Eben da Felder im Normalfall private sein sollten, wegen Datenhoheit, möchten wir deswegen auch nicht eben die API dazu vorgeben. Wenn bestimmte Werte ausgelesen werden sollen, beispielsweise, oder setzbar sein sollen, dann würde dann man das über Eigenschaften machen. Ja, dann kommen wir gleich noch zu den anderen Gegebenheiten. Wir können hier genauso wenig Konstruktoren definieren wie bei abstrakten Klassen. Das heißt, wenn ich hier sagen würde, bitte einmal, ich glaube das, wenn ich hier sagen möchte, hier eine Konstruktorvorgabe, hier sehen wir auch schon, dass das Public irgendwie nicht dazu passt, da komme ich gleich dazu, aber wir sehen, Konstruktoren, genauso wie Destruktoren, haben in Interfaces nichts zu suchen, das wird vom Compiler verboten. Wie kann man sich das vorstellen? Letztendlich, wenn ein Objekt instanziiert ist, hat dieses Objekt dann eben, wenn es dieses Interface implementiert, genau diese API zur Verfügung. Aber der Punkt des Objekterstellens ist bei diesen Sachen eben nicht mit dabei. Was auch noch auffällt, das ist dann eben der große Unterschied zu Klassen, ist, dass wir hier bei diesen Member-Angaben einen unterschiedlichen Syntax haben zu abstrakten Klassen. Wir können diese beiden ja mal untereinander setzen und etwas kleiner machen. Und dann sehen wir hier, wir haben hier eben letztendlich Modifizierer, das Abstract-Schlüsselwort und dann den restlichen Kopf einer Methode. In einem Interface würde das Ganze eben so ausschauen, dass ich direkt den Rückgabetypen habe bei einer Methode, den Bezeichner und dann eben die Parameterliste. Wir sehen hier eben, wir haben keine Modifizierer bei den Members in einem Interface. Da Interfaces sozusagen eh bloß abstrakte Mitglieder enthalten und damit die API eines bestimmten Objekts vorgeben, die dieses Interface implementieren, hat man hier der Einfachheit halber einfach diese Modifizierer weggelassen. Weil wenn man ein Interface implementiert, dann hat das bestimmte Auswirkungen auf die Modifizierer der tatsächlichen Mitglieder der eigentlichen Klasse. Das schauen wir uns aber im nächsten Video genauer an. Wichtig ist einfach für uns jetzt nochmal mitzunehmen, ist, dass wir keine Modifizierer bei eben diesen Interfaces hier haben. Und ansonsten sehen aber diese Methodendefinitionen genauso aus wie üblich. Wir haben einen Rückgabetyp beispielsweise, den Bezeichner, die Parameterliste. Abgeschlossen wird das wie bei abstrakten Methoden auch mit einem Semikolon. Und wenn wir nach Eigenschaften schauen, dann haben wir eben auch hier keine Modifizierer, die fehlen. Wir haben den Typ der Eigenschaft. Und wir können hier festlegen, ob es eine Get-Methode, eine Set-Methode oder eben beides geben soll. Wichtig auch hier, das habe ich letztes Video schon erwähnt, das ist keine automatisch implementierte Eigenschaft. Dazu müsste dieses Konstrukt in einer Klasse sein. Wenn wir das hier so in einem Interface stehen, dann ist das eine Vorgabe hier, wie eine Eigenschaft bei einer Klasse auszusehen hat, die dieses Interface implementiert. Und genauso wie das im letzten Video auch schon bei abstrakten Eigenschaften gezeigt wurde. Also das ist keine automatisch implementierte Eigenschaft. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos. Wir haben uns die Interface-Definition angeschaut, was mindestens dazugehört. Wichtig ist hier,
Hier haben wir einen Modifizierer, bei den Mitgliedern allerdings nicht. Und wir können keine Mitglieder in eben Interfaces ausimplementieren. Also wenn ich hier irgendeine Methode mache und versuche hier tatsächlich diesen Scope aufzumachen, dann sehen wir, bekommen wir hier einen Compiler-Fehler, weil eben eine Interface-Methode keinen Körper- oder Funktions-Scope deklarieren darf. Das heißt, in Interfaces sind wirklich ausschließlich Mitglieder vorgegeben, die eine andere Klasse implementieren muss, wenn sie sich an dieses Interface hält. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Interfaces in Klassen implementieren. Bis bald!